Gute und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute werde ich einen Whisky vor die Kamera schnappen, den werden wir verkosten. Und zwar, hier unten steht er. Und zwar habe ich von dieser Brennerei noch nie was verkostet. Mal gucken, ob ihr das ein bisschen besser seht. Wenn die Kamera scharf schaltet, komm, ich nehme es mal hoch. Dalmunach 2015 ist die Brennerei gegründet. Das heißt, der Whisky ist noch nicht sehr alt. Ich werde mir jetzt nochmal ein Glas holen und da werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Dalmunach, was kann die Brennerei? Ja, was können wir davon erwarten? Oktave-Abfüllung, Duncan Taylor. Also das, darum wird es gehen. Viel Spaß dabei. Dalmunach von Duncan Taylor wollen wir uns einschenken. Ich habe mir das hier hinten mal aufgebaut, gemütlich. Wie gesagt, Duncan Taylor, Oktavabfüllungen sind immer hier, wie ihr sie seht, in diesen Boxen. Eigentlich schön gemacht. Was heißt Oktavabfüllung? Das sind kleine Fässer, sie beschreiben es hier eigentlich hinten drauf. Aus einem großen Fass geht es dann auf kleine Sherry-Oktave-Casks, ja, und dann so ein Oktave-Fass hat dann in dem Sinne 88 Liter maximal. Ja, so maximal, okay, Pi mal Daumen, ne? Das ist immer so die Größe. Hier sieht man dann raus, 0,7, da kommen dann 80 Flaschen raus. Das sind dann immer sehr kleine Auflagen. Ja? Das heißt hier Dalmunach, Brennerei, Distillery 2015 gegründet. Der Whisky ist 6 Jahre alt, war 6 Monate in meinem Oktoberfass. Davor wahrscheinlich ganz normal Ex-Bourbon-Cask. Und das ist die Flasche 49 von 93 und das ist ein Special Bottling für Kirschimport. Hatte ich gesehen, dachte, boah, Dalmunach musste mal probieren, 54 Blumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und so weiter, wie das halt bei Duncan Taylor und Co. ist. Stellen wir mal hier hin und ja, die Flaschen sehen alle gleich aus. Hier ist jetzt halt, wie gesagt, der Aufdruck, dass es für Kirche exklusiv ist. Ansonsten hat man hier die Flasche sehr schön. Ich probiere das gleich mal einzublenden. Und was ist das Besondere an Dalmunach? Ich habe mir mal hier das Whisky-Jährbuch hingelegt, dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe das schon natürlich verinnerlicht. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas einblenden kann. Im Grunde, man sieht schon, normalerweise sind die Brennereien hier vorne und dann hast du hier vorne hinten den Bereich, wo die neuen kleineren Brennereien sind. Und das Abgefahrene ist hier, also Dalmunach erstmal gehört zu Shivav Brothers, steht hier oben, die ganzen Daten. Und ich muss jetzt einfach raushauen, Kapazität 10 Millionen Liter. Ey, das ist die Hälfte von Glenfiddich, von Glenlivet und ein bisschen weniger als Glenfiddich. Das ist McEllen hat 15 oder so. Also die Dinger haben Glenmorangie 6,5 oder so. Ne? Also die sind von der Kapazität für eine Brennerei. Der Whisky ist 6 Jahre, 2015. Ne? Das ist das Älteste, was du so auf dem Markt kriegst. Und die haben eine Kapazität, wow. Hintergrund, das eine Dalmunach, sag ich immer. Dalmunak werden die wohl gesprochen. Das Spannende ist eigentlich, dass die Destillerie auf dem Platz gebaut wurde, wo Imperial früher war. Ne? Imperial Closed Distillery wurde abgerissen 2013, war sie dann komplett demontiert und darauf haben sie dann diese neue Brennerei hier hingestellt. Und ich glaube hier, das sind irgendwie im Kreis 8 Stills oder so oder mehr. Müsste ich mal genau gucken. Also das, was die produzieren können, ist wirklich abgefahren. Ja. Das klingt dann natürlich auch Shivav Brothers, 10 Millionen Liter Kapazität. Das klingt dann natürlich auch stark nach Massenproduktion, Blendindustrie. Also da kann man dann auf jeden Fall auch erwarten, dass da einiges hier und dahin geht. Wie gesagt, Imperial war früher so ein malziger, strohiger Whisky, Closed Distillery mittlerweile, gibt nicht mehr so viele, weil sie halt jetzt schon die letzten 10 Jahre sozusagen nicht mehr verfügbar sind. Dalmunach, ist es jetzt der Ersatz geschmacklich? Probiert man da was Ähnliches? Das wird man erst irgendwann beurteilen können und ich weiß auch nicht, ob das das Ziel ist. Wie gesagt, der Whisky ist ja auch noch sehr jung. Jetzt ist er hier in diesen Oktavefässern nachgereift, sodass man die Möglichkeit hat zu zeigen, okay, der Whisky kann was vielleicht, aber er wird noch jung sein. Und wenn man die Nase da so reinhält, hatte ich direkt das Gefühl, Moment mal, ist der ein bisschen rauchig oder so?
Und das war mir gar nicht auf dem Radar. Ne? Wie gesagt, man kennt ja die Brennerei gar nicht. 2015 gegründet, ne? Kaum was davon gehört. Es gibt irgendwie seit einem Vierjährigen haben sie irgendwie 2019 den ersten Malt rausgebracht. Dann gab es noch immer wieder so Oktava-Abfüllungen. Das heißt, ich denke, man wird da sehr gut rankommen und irgendwann wird es ein Original-Bottling geben. Vielleicht auch eher nur in kleinen Rahmen. Da muss man mal schauen. Ja, wenn man so die Nase reinhält, ich habe es ja schon gesagt, da ist einfach ein Rauch dabei. Jetzt wird es halt interessant sein, kann das aus einem Sherryfass kommen? Kann das eine Vorbelegung sein? Das weiß ich nicht. Machen Sie leicht das Peat-Level? Ansonsten hat man natürlich durch das Oktava-Fass hier eine gewisse Süße, cremige Noten, die hier dazukommen. Ein bisschen Holz, ein bisschen Malz, ein bisschen dieser Rauch. Die Oktave Sherry-Noten, ne, so ein bisschen. Es ist nicht so super dunkle Früchte, aber man merkt, da ist eine gewisse Fruchtsüße, ja, die so ein bisschen vielleicht auch traubig daherkommt. Ja, ansonsten 54%. Man kriegt Lust, ihn zu probieren. Ich würde mal sagen, Slange war. Schauen wir doch mal, wie er schmeckt. Tschüss. Ist jetzt total ölig, total nussig auf der Zunge. Das hätte man so gar nicht erwartet. Also von diesem Cherry-Aromen. Und jetzt auch nicht mehr so wirklich rauchig. Das ist süße, fruchtsüße Nussaromen. Leichte Röstaromen, Holzfass. Dann kommt die Süße von der dunklen Frucht. Ne? So ein bisschen. So ein bisschen traubig, süß. Aber eher so ein bisschen dieses Bittere aus der Traube. Prozent sind gut eingebunden. Die sind da, wie gesagt, ölig. Der Whisky wirkt nicht super stark. Man merkt aber trotzdem den Alkohol. Hinten raus kommt vielleicht so eine leichte Würze noch. Die Süße wird jetzt extremer. Also das Oktavefass, die Sherry-Oktave-Noten, die drücken da hier schon so einen gewissen süßen Stempel drauf. Aber ansonsten hat man weiterhin das Holz, diese Nussaromen, die werden jetzt ein bisschen weniger. Hinten kommt jetzt leichte Bitterkeit dazu im zweiten Schluck. Dann kommt wieder ein bisschen das Malz. Junger Whisky, hauptsächlich dann, weil im Nachklang dann so vielleicht so ein bisschen Würze kommt, die man dem Alkohol zuschreiben kann. Er wirkt nicht super jung. Er wirkt aber auch nicht super alt. Und wie gesagt, am Ende bleibt so ein bisschen diese Würze und die Frucht, sodass man merkt, okay, das Aroma, was man auf der Zunge hat, verschwindet so ein bisschen. Also es bleibt nicht so komplett da. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, das beschreibt es ganz gut. Am Anfang auf der Zunge hat man wirklich so ganz krass die Aromen, die sind da präsent. Auch jetzt hier dieses Weinige wieder. Und dann verschwindet das aber wieder. Da ist der Whisky einfach noch sehr jung. Aber es ist ein interessanter Tropfen. Zum Fazit, was man da sagen kann. Wie gesagt, diese Oktave-Abfüllungen sehen schon schick aus. Ja, das haben sie immer ganz cool gemacht. So sehen die alle drauf, ob Lafroig drin ist oder so. Gibt halt alle möglichen Abfüllungen. Man muss sich bewusst sein, bei fast allen diese Oktave-Abfüllungen haben ihren Geschmack. Ne, sie machen halt Ex-Sherry-Fässer umgebaut in diese Oktavfässer. Ex-Sherry-Wood Octave Casks reconstructed. Ja, die werden daraus dann gebaut, meine ich. Gibt es immer wieder. Ist eine schöne Sache, kann man mal ausprobieren. Man darf vielleicht nicht zu viel erwarten. Die Whiskys sind meistens auch jünger, weil natürlich 6 Monate, ein Jahr oder so maximal da drin liegen in den Fässern. Es kommt nicht viel raus an Flaschen, ne? Hier 80 Flaschen. Da muss man natürlich gucken, dass der Whisky auch nicht kaputt geht. Ja? Also man merkt den Einfluss, aber sie haben da schon Erfahrungen, so dass es nicht total überbügelt und man gar nichts mehr schmeckt. Hier ist halt schwierig. Ich kenne jetzt keine Dalmonachs, die ja, Ex-Bourbon-Fassabfüllungen waren und ich wollte halt unbedingt mal einen Dalmonach probieren. Wie gesagt, der schmeckt mir.
klar, ich bin Imperial-Fan, dann will man auch wissen, was ist denn da, wo es gebaut wird, aber irgendwie, man kommt ja dann doch nicht zu allen Abfüllungen und jeden Vierjährigen muss man auch nicht im Glas haben, der ist ja auch nur 6 Jahre. Preislich, ich glaube 54 Euro, 54 Volumenprozente, haben sie, glaube ich, ganz gut abgestimmt. Ist, vielleicht irre ich mich auch, und es waren 60, aber es waren so 50, ja, ich glaube, es waren so Mitte 50, 55 Euro so ungefähr. Müsst ihr mal genau nachgucken. Speyside Region, interessanterweise in der Nase so ein bisschen rauchig, im Geschmack eher nicht. Das muss dann irgendwo von den Fässern kommen, so ein Fassrauch. Auch ganz interessant. Ja, zum Probieren, zum Vergleichen und den Leuten mal irgendwie anzubieten, denke ich, eine schöne Sache. Ansonsten würde ich sagen, müssen wir noch mal ein paar Jahre warten, um dann mal so richtige Dalmonachs oder Dalmonak, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Dalmonak oder wie sie ausgesprochen werden, verkosten zu können. Hier die Oktava-Abfüllung war spannend. Vielleicht habt ihr jetzt mal Oktav Duncan Taylor kennengelernt. Also Duncan Taylor macht nicht nur Oktav, das ist halt eine Sache davon. Gibt noch andere Leute, die Oktav-Abfüllung haben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen spannenden Tram präsentieren. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr mal sehen wollt, was ihr gerne mal schmecken wolltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Tschüss.